Hallöchen und willkommen zurück zu True 4 Verlorene Seelen. Wir befinden uns im Bonuskapitel und mir ist gerade eingefallen, es gab doch irgendwo eine Taschenlampe, die wir benutzen können. Hier. Ich weiß aber nicht. Okay, wir brauchen noch eine Batterie. Ich weiß aber nicht, ob das nicht gruseliger ist, als wenn wir im Dunkeln da jetzt rumtapsen würden. Ich kann ja mal kurz. Okay, wir können nicht sehen, Gott sei Dank. Oder auch nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass die Batterie sogar hier noch irgendwo umherfliegt. Oder aber, wartet mal, war das eine dreistellige oder eine vierstellige Kombination? 5, 2, 4, 6, vierstellig. Okay, dann gib mir doch mal einen Tipp. Tipp? Tipp? Hier soll ich rein? Okay, was soll ich denn hier machen? Tipp? Hier soll ich hin? Okay, was... Da? Tatsächlich? Aha. Okay. Zugangskarte. Ja. Dann mal los. Yeah, eine Batterie? Oho, eine Filmrolle. Was ist das? Offensichtlich kann man diesen Safe nur mit dem richtigen Finger... Nee, oder? Ich ahne Schlimmes. Ihh, wir müssen jemanden Finger abhacken. Hier, warum kann man nicht mit dem Generalschlüssel irgendwas öffnen? Spinndrehknopf. Soll ich hier wieder rein? Tatsächlich. Ja. Okay, und nun? Patientenakten. Sie müssen schon lange tot sein, sodass sich alle ihre Probleme gelöst haben. Ist das gruselig. Hier soll ich hin? Was soll ich denn hier machen? Ah, klar, die zweite Batterie. Ah, ich Dummbatz. Oh nein, ich möchte das wirklich nicht machen, Leute. Okay. Ich sollte mich jetzt auf ganz schnell das Wasser zu stoppen, okay. Ich habe echt Angst. Ich kann gerade nicht sprechen. Aber es ist ein Spinndrehknopf. Das funktioniert nicht. Oh Gott. Oh. Hä, ich soll doch hier rein. What? Okay. Ich habe eine Axt. Und wieder raus. Oh. Oh Gott. Das Spiel macht mich fertig. Aha. Soll ich etwa die Axt hier benutzen? Tatsache. Bam, bam, bam. Ja, natürlich geht das Schloss auf. Streichhölzer. Puh, okay. Hier kann uns hoffentlich nichts passieren. LKW. Katze! Katze und ich drücke auf den Bären. Ja, klar. Ich bin auch schon so ein bisschen durch. Regenschirm. Lupe. Und dann Schürhaken. Schürhaken. Glühbirne. Münze. Glühbirne. Pfeffermühle. Die ist bestimmt auch hier vorne irgendwo oder auch nicht. Was bist du hier hinten? Ach, das war die Pfeffermühle. Medizin. Hello? Hello? Medizin. Was für eine Medizin denn bitte? Irgendeine Flasche oder da? Ach hier, Tabletten. Okay, Ledertasche. Kreisel. Kreisel, 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 Kreisel. Sehe ich nicht. Vorhängeschloss, Horn, Bleistift, Horn. Gehstock, Seestern, Knopf, Bleistift und ein Kreisel. Da. Was bekommen wir? Aha, die Brechstange. Schürhaken, entschuldige bitte. Hier. Okay. Hm.
Okay. Bam, bam, bam. Wir haben doch hier einen Generalschlüssel. Oh, du bist ja süß. Ich fühle mich immer traurig, wenn ich Spielzeug sehe, das einfach irgendwo vergessen wird. Ein Märchenbuch, wie schrecklich es für die Kinder gewesen sein muss, die hier eingesperrt waren. Hallo. Ein schönes Feuer würde den Raum erwärmen. Hier. Aber es ist bestimmt nichts drin. Ja, ich brauche Brennholz. Kriegst du? Kriegst du alles von mir? Chris, ich habe etwas gefunden. Ich melde dir die Details. Schaue bitte schnellstmöglich in deine Mails. Das ist interessant. Ich muss Christophers vollen Namen herausfinden, um diese Mail zu öffnen. Ah, warte. Christoph. Schade. Okay. Dann nicht. Öl? Lieber Christopher, ich bin froh, dass du dein Ziel mit so viel Enthusiasmus verfolgst. Enthusiasmus, oh Gott! Aber du hättest diskreter sein müssen. Diese Krankenschwester Christine hätte fast alles aufgedeckt. Das Feuer war eine gute Idee. Nun nicht für sie natürlich. Ah! Das ist ein Brief von der Laudius-Familie. Das ist kein Zufall. Ich sollte versuchen, den zweiten Teil des Briefes zu finden. Alter, was zur Hölle geht hier ab? Okay, es fehlen Drehscheiben. Es gibt wohl keinen Weg, um durch das Eis zu schneiden, ohne die Schalter zu zerstören. Schmelzen wäre eine bessere Option, okay. Ah, warte, da ist doch, glaube ich, noch etwas. Nee, okay. Da, 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 da. Ich kann kaum glauben, dass der PC immer noch funktioniert. Okay. Was? Tipp? Ach, das ist ja süß. Aha. Was haben wir denn hier unten? Da ist etwas im Riss. Haben wir denn noch die Pinzette? Natürlich. Das finde ich ja wirklich gut. Aha. Wer schreibt mir? Aha. Meine Mutter, das Essen ist fertig. Also es ist schön, im selben Mietshaus zu wohnen, muss ich ja wirklich sagen. Man muss ja nie so viel kochen. Ich habe es wieder gesehen. Hier ist etwas, das jede Nacht aufwacht. Zuerst dachte ich, es wäre James, der mir einen Streich spielt. Aber jetzt weiß ich, dass er es nicht war. Es ist ein Mädchen, das durch die Nacht wandert. Oh mein Gott. Ich habe versucht zu vermeiden, darüber nachzudenken. Jeder, der dieses Ding gesehen hat, ist kurze Zeit darauf gestorben. Oh mein Gott, nein, ich will aber nicht sterben. Nee. Nee, nee. Kann ich hier noch irgendwas machen, meine Liebe? Tatsächlich. Oh. Oh, ein Hirschkopf und, in einem Sanatorium. Die Leute brauchen dringend einen neuen Innenarchitekten. Du sagst es, my dear. Aber uns fehlt noch was, okay. Oho, natürlich. Hier, und knall noch ein bisschen Öl drauf. Streichhölzer. Moa. Thank you. Und da bist du. An. Yes. Hier fehlt uns ja ein Griff. Aber können wir jetzt nicht den anderen Griff mitnehmen? Öl. Drehgriff. Ah. Oh nee, ich möchte aber nicht darunter. Ah. Bitte, 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 bitte. Bitte, bitte, bitte. Oh Gott. Okay. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Bitte nicht. Das ist eine verdammt schwere Kiste. Ich sollte versuchen, einen Hebel zu verwenden. Achso. And now? Ah. Ah, okay. So, wieder zurück und schalt das Licht wieder an. Oh, ja. Oh. Security, Ethan Williams.
Keiner glaubt mir. Sie sehen mich alle an, als wäre ich verrückt geworden, weil ich Elisabeth verloren habe. Ich werde von jetzt an kein Papier mehr verwenden, sondern nur noch E-Mails. Das ist verrückt. Das kann kein Zufall sein. Es sieht so aus, als wären unsere Familie und das Mädchen irgendwie miteinander verbunden. Ist Dahlia meine tote, verrückte Schwester? Dieses Mädchen? Wenn ja, wie verlässt sie nachts ihr Zimmer? Oh Gott. Da ist nichts. Aha, der Schließmechanismus ist verrostet, aber ich kann einen harten Gegenstand im Inneren fühlen. Okay. Okay. Geldbeutel. Geldbeutel ist immer gut. James, ich habe das Rätsel letzte Woche wirklich genossen. Jetzt bin ich an der Reihe. Dein neuer Code für den Spind ist in deiner E-Mail. Wenn ich die E-Mail finde, dann könnte ich den Schrank öffnen. James. Okay, James? 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 James Wilson. Okay. Dann gehen wir nochmal zurück. Was ist das? Die richtige Zahlenkombination, um die Tür zu entriegeln. Okay, die haben wir auch. Was war das? 5? 5, 2, 4, 6. Wieso nicht? Wir haben doch eine vierstellige Zahl. Warum ist hier ein Fernseher? Warum? Achso, das ist ein Medizinschrank. Aha. Dolch? Schrammschlüssel? Hammer? Filmrolle? Schürhaken? Öl. Okay. Okay, das Waschbecken ist verstopft. Solange das Wasser fließt, wird hier alles überflutet. Okay, also können wir hier jetzt gerade gar nichts machen. Aha, was ist denn hier kaputt? Ah! Ah. Oh Gott, jetzt habe ich mich erschrocken. Meine Katze ist gerade vom Schrank gesprungen. Aber ich habe hier noch eine Figur entdeckt. La 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 la. Meine Sammlung. Christopher, der Leiter des Aufnahmekomplexes. Es war ein Brief von Charles Laudius auf seinen Schreibtisch. Ich mag ihn nicht, noch mag ich die Art, wie der Brief ihn aufforderte, zu gehen. Ich frage mich, ob er etwas mit den Morden zu tun hatte oder ob die Morde einen ansonsten perfekten Plan durcheinandergebracht haben. Ich frage mich, ob er noch lebt. Oh. Tschüss. Tschüss. Auf Wiedersehen. Tüdelü. Also James Wilson. James Wilson. Können wir... Nee. Ach, okay. Blub, blub, blub. Ein Schraubenschlüssel? Sie spricht mit mir. Sie sagte mir, dass Lisa sich umbringen wird und ich habe ihr nicht geglaubt. Sie sagte mir, dass der einzige Weg, um diese Leute zu stoppen, ist, sie alle umzubringen. Das kann nicht sein. Seine Lisa und meine Mutter sind dieselbe Person. Er kann allerdings nicht mein Vater sein. Mutter hat bereits Dahlia im Sanatorium besucht. Aha. Das ist ja wirklich alles mysteriös. Okay, Moment. Wie war das? Ethan. Ethan Williams. Uch, Ethan Williams. Willkommen, Ethan Williams. Du hast null ungelesene Nachrichten. An das Sicherheitspersonal. Alle Besuche werden ausgesetzt. Wenn Patienten nach ihrer Familie fragen, leugnen sie Probleme und weisen sie darauf hin, dass diese Maßnahme streng befristet ist und mit dem jüngsten Brand zusammenhängt. Eine neue elektronische Sperre wird in Kürze installiert werden, um sicherzustellen, dass alle Gäste in dem Aufnahmeflügel bleiben. Der Zugang hinter das Tor ist ab sofort für alle Mitarbeiter verboten, es sei denn, sie haben eine einmalige Ausnahmegenehmigung. Hey,
Haben Sie Smiths letzte Direktive gesehen? Was geschieht da drin? Wer war der Letzte, der das Sanatorium betreten hat? Man hat mich vor 3 Monaten das letzte Mal hineingelassen. Ich mag das nicht, James. Okay. Also er war das ja anscheinend schon mal nicht, aber haben wir denn noch einen? Nö. Wir probieren mal James Parker, würde ich mal sagen. James. Parker. An das Sicherheitspersonal. Alle Besuche werden ausgesetzt. Wenn Patienten. Ach so, das hatten wir schon. Okay. Okay, also der auch schon mal nicht. Wir machen mal Michael Davis. Thomas Smith. Sir, Sie haben uns gebeten zu melden, wenn jemand nach Patienten D fragt. Ich habe mitbekommen, dass die neue Krankenschwester Jessica herumschnüffelt. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie etwas über Block C herausfindet. Mit freundlichen Grüßen, Thomas Smith. Aha. Thomas Smith. Das ist ja was. Wir schnüffeln hier voll rum. Christopher Smith. Okay, das haben wir. Haben Sie Smiths letzte Direktive gesehen? Was geschieht da drin? Ach so, das hatten wir, glaube ich, schon. Dann Christian Scott. Christian Scott. Ich brauche Sie. Sie müssen Jack Smith den dreifachen Lohn anbieten, wenn er die Nachtschicht wechselt. Fragen Sie, warum? Tun Sie es einfach. What? Ach, Christopher Smith? Ah. Aber da waren wir doch, glaube ich, schon. Christopher, weißt du, warum Sie behaupten, alle aufgenommenen Informationen der Überwachungskameras wären gelöscht worden? Sir, ich fürchte, es ist zu spät, das zu tun. Er ruft Elizabeth 2-mal am Tag an und spricht über eine halbe Stunde mit ihr. Ich habe ihm verboten, das Handy während der Arbeitszeit zu nutzen, aber ich fürchte, dass auch das zu spät kommt. Warum, Herr Laudius, bestehen Sie darauf, dass Sie getrennt werden? Christian. Wir nehmen nochmal Robert Jackson. Das ist ja was hier. Sir, das Personal beginnt Fragen zu stellen. Ich habe über einer der Wachen in meinem Team die Kontrolle der Lebensmittellieferung an das Sanatorium übertragen. Sie muss etwas ahnen. Nur zwischen Ihnen und mir. Warum werden fast keine Lebensmittel an die Patienten geliefert? Ich kaufe Smith die Geschichte über nächtliche Lieferungen nicht ab. Ich habe noch nie eine gesehen und festgehalten wurde auch nichts. Ha. Ups. Also, wem haben wir jetzt noch nicht? Wem haben wir jetzt noch nicht? Der Code für den Safe in dem Zimmer hinter dem Spiegel scheint 321 zu sein. Aha, da gehen wir nochmal hin. Abbruch. Zurück. Und wir gehen hier nochmal rein. 321. Das war ja einfach. Das müssen einmal wichtige Dokumente gewesen sein, aber sie helfen mir momentan nicht weiter. Aber was mache ich denn jetzt mit der Diskette? Okay, meine Lieben, ich mache jetzt erstmal wieder einen Cut. Ich weiß noch nicht, wie das mit dem Computer da weiterläuft, welche Namen wir gerade noch nicht hatten. Ich glaube, wir haben Robert Jackson haben wir genommen, Christian Scott und Michael Davis haben wir verwendet.
Jack Miller haben wir noch nicht genommen. Mason Brown auch noch nicht. Wartet mal, wir probieren doch noch mal Mason Brown aus. Mason Brown. Liebe Kollegen, haben Sie bemerkt, dass fast keine Nahrung über den Aufnahmeflügel geliefert wird? Was sind das für Patienten, die nichts essen? Wann war das letzte Mal, dass Sie einen Patienten gesehen haben? Warum wurden die Wiederaufbauarbeiten im Block A gestoppt? Beste Grüße, Robert Moore. An das Sicherheitspersonal. Alle Besuche werden ausgesetzt. Okay. Dann nehmen wir noch einmal Robert Moore. Hey, haben Sie Smiths letzte. Achso. Okay. Dann gucken wir im nächsten Part noch einmal, welche Namen wir noch gar nicht verwendet haben. Ich hoffe, euch hat es wieder gefallen. Ich hätte nicht gedacht, dass das Bonuskapitel doch noch so lange geht. Normalerweise gehen die meistens immer nur so 20 Minuten oder 30 Minuten. Das ist dann immer mit zwei Parts ganz gut, ja, durchgespielt oder lässt sich immer ganz gut durchspielen in zwei Parts. Aber mir gefällt es. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder von True 4, verlorene Seelen. Bis dahin sage ich, bye.